ist «Heart and Hustle», der Podcast, wo Liebe und Leidenschaft auf Selbstständigkeit und Erfolg treffen. Leicht schwitzig. Der Marc ist schon wieder sehr am Schwitzen. Wir haben gedacht, wir würden für euch hier eine kleine, wunderschöne Ecke einrichten. Die, die uns jetzt nur zuhören, sehen das ja jetzt gar nicht. Aber wir hocken hier im Garten. Meine Schnee, hast du das gehört? Ja, es sticht schon ein bisschen im Viertel, das Zeug. Aber wo wir die Tücher haben. Wir hocken im Bali-Garten. Im Bali-Garten? Und das ist der erste Podcast, den du nicht nur hören kannst, sondern auch schauen kannst. Wo du uns siehst, schwitzen mal. Also der Marvin. Ja. Der Marvin ist immer am Schwitzen hier. Wir trinken gerade einen Proteinshake. Cheers. Und ich tue noch schnell double checken, ob das wirklich aufzeichnet. Ich habe ein bisschen Paras seit dem letzten Mal. Warum könnte es das sein, dass der Marvin sich wieder Gedanken macht, dass es nicht aufzeichnet, weil wir in der letzten Folge nämlich genau den Struggle hatten. Wir haben alles schön aufgezeichnet. Ja, stundenlang, huere geil. Zur Ausnahme mal mit Marvin seinem Handy. Und wir haben das schon thematisiert, dass Marvin und sein Handy ab und zu mal kleine Ausfälle haben. Mhm. Und nach einer Stunde Laber hat es das alles wieder gelöscht. Mhm. Geil. Aber wir sind jetzt hier back. Ich habe mir noch überlegt, vor im Gym, darum bin ich auch noch im Nachschwitzen. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen und wir noch jetzt Jimmy den Knochen hängen, dass wir die Podcasts, die nicht wirklich hörbar sind, sollten als solche markieren. Dass wir denen sagen, hey, das ist ein nicht hörbarer Podcast. Aber es sollte gleich oben lassen, für wenn wir mal einen Podcast 1200 aufzeichnen, dass die Leute gleich auch mal die können nachhören können, die qualitativ eigentlich ein bisschen mehr zumutig sind. Mhm. Ja, weil man dort halt, das sind gleich inhaltlich sehr gute Podcasts, auch wenn sie qualitativ sehr schlecht sind. Ja, aber das lässt ja dann erst recht niemand, wenn sie so als Titel heissen. Ja, aber ich finde, man sollte die Warnung schon machen. Also okay. Unbedingt machen, ja. Schon Notiz an dich. Gut. Feedback zur letzten Folge, Freunde. Ich bin also stolz auf euch. Hure viele Kommentare. Wir haben richtig, ja, richtig viele Kommentare bekommen. Und das freut mich. Ich habe jetzt mein Laptop nicht hier. Darum kann ich leider nicht alle vorlesen, aber das holen wir auf jeden Fall noch nachher. Es ist unter anderem sehr, sehr viel um das Gamen gegangen. Also der, der mich am meisten geflasht, ist eine Frau, die geschrieben hat, sie feiert hure COD. COD. Oh. Also geht den Kommentar schnell anschauen und stalkt die Dame mal. Die ist auch eine zum Heiraten. Auch der sieht schon, wenn du eine hättest, die würde gamen, die wären auch einfach so Couch Potatoes. Ja, wir hätten auch so, ich habe das erste Mal gesehen, so eine L-Couch, so wie wir jetzt hier hocken, so in der L-Form. Und wenn du gerade ausschaust, hast du schon deinen Bildschirm. Und wenn ich gerade ausschaue, hätte ich meinen Bildschirm. Und wenn ich dann rechts schaue, sehe ich dich. Dann können wir dann auch mal zuschauen beim Game. Dann kannst du irgendwie Harry Potter oder Sims spielen. Und ich sehe auch den. Das ist leider ein Wunsch, den ich dir nie wieder erfüllen kann. Nie? Oh. Das ist so ein grosses Wort, sag das nicht. Ja. Letztes Mal haben wir uns nämlich im Podcast leider auch gestritten. Wo man nicht hören kann, den Podcast. Nicht hören. Unter anderem wegen dieser Aussage, die ich gesagt habe, du würdest es nie machen. Und ich glaube, wir tauchen gerade dort rein, weil wir haben knapp eine halbe Stunde, bevor es hier in unserem Paradies wieder mit den Bauarbeiten weitergeht. Darum würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ja, der Marv hat mich wirklich verletzt mit seiner Aussage, muss ich sagen. Und dann bin ich ein bisschen eingenommen, weil ich finde, nie ist echt so ein crazy Wort, das man nicht einfach so sagt. Und es ist, glaube ich, darum gegangen. Ich würde direkt reinstarten. Und zwar haben wir uns Fragen überlegt. Ja. Wir haben brainstormt und überlegt, wie man diesem Podcast noch ein bisschen mehr Value und Witz kann schenken kann. Und dass ihr auch etwas über uns erfahrt. Und darum haben wir uns Fragen aufgeschrieben, die ihr euch jetzt, die diesen Podcast hört, auch aufschreiben könnt. Weil die super gut sind, zum Beispiel beim ersten Date oder bei einer Date Night mit der Partnerin oder so. Und die erste Frage, wo immer gut ankommt oder immer gut landet, ist die Frage, was ist etwas, das du gerne würdest lernen? Mhm. Und aufgrund von dieser Frage ist das grosse Wort nie gekommen. Darum nimmt es mich zu unter, ob du die gleiche Aussage nochmal triffst. Shanti, was ist etwas, das du gerne würdest lernen? Genau. Und ich habe gesagt, ich habe mega lange überlegt und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht ganz alle meine Antworten. Aber eine Antwort war, dass ich gerne mal lernen würde, wie man Ads schaltet. Weil das einfach mich in meinem Business weiterbringen würde. Und dann hast du gesagt, das wirst du eh niemals machen. Nein, ich habe gesagt, das wirst du nie machen. Und das war mega gemein, weil ich finde, alles, was du ja lernen würdest, scheitert ja nicht daran,
weil du es lernen oder weil du es nicht kannst lernen, sondern weil du nicht genug Durchhaltevermögen hast, für das zu lernen. Das ist ja immer das Problem. Wir könnten ja alles lernen. Ich könnte ja Chinesisch oder 15 Sprachen lernen, wenn ich genug Durchhaltevermögen hätte und würde dranbleiben. Und das ist ja bei allem so. Aber es ist schon etwas sehr Sinnvolles, zu lernen. Das ist genau deine Schwachstelle. Ja, darum sage ich ja, ich würde es gerne können. Aber nein, der Marc sagt, hey, das wirst du eh nie können. Nicht können. Nicht lernen. Du würdest es können. Aber ich habe gesagt, du wirst es nie lernen. Und er hat nicht einmal seine Aussage zurückgenommen, aber er hat gesagt, es verletzt mich, wenn du mich einschränken musst, indem du sagst, etwas wirst du nie machen. Ja, aber ich kenne dich ja recht gut. Ja, aber jetzt müssen wir ja nicht wieder anfangen diskutieren. Nein, aber ich kenne dich ja gut. Und ich weiss, dass du das nie wirst lernen. Gut, eben, und so haben wir, glaube ich, das letzte Mal das Thema abgeschlossen. Ich ja, aber noch nicht. Lernen. Nein, aber du mich doch, prove me wrong. Ich fände es ja, weil das ist ja das, was ich dir auch immer sage. Hey, Ads, Babe, Ads. Also soll ich dir jetzt sagen, ja, stimmt, ich werde es nie lernen. Nein, du hast aber recht. Prove me wrong. Sag doch, warum du es würdest wollen lernen. Ich weiss schon genug Gründe, warum ich es lernen würde. Warum machst du es nicht? Ja, weil einfach mein Durchhaltevermögen leider noch nicht so gross ist, dass es gelernt werden kann. Ja, die andere Option ist ja, dass man es outsourced. Aber um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, es ist etwas, was du gerne lernen würdest. Sag doch mal etwas, was du gerne würdest lernen. Genau. Und dann habe ich gesagt, dir zu lieb würde ich lernen, zu machen. Weil es war ja das Gleiche mit den Kryptos. Ich kann immer schnell die Schubladen auf, Norti. Weil Chanti hat aus mehreren Gesprächen mit Freunden und über die Wichtigkeit von Kryptos und Investments und so gesagt, hey, ich würde glaube gerne lernen traden, Baby. Und ich so, shit, Mann. Hure geil. Weil das ist etwas, was bei mir ist wie bei dir jetzt. Oder ist gsi Kryptos, so, ist hier ein bisschen Geld rein, der ein Geld rein. Und dann lasse ich es stehen. Aber traden ist nochmal eine ganz andere Story. Das ist fast ein 24-Stunden-Job, wo du etwas dran bist und auch halt in den Markt und so musst und politisch Zeug musst verstehen. Genau. Mhm. Und dann war ich mega begeistert von dir. Und wie hat es geändert? Ja, du bist jetzt aktuell nicht am Traden. Traden ist echt überrissen. Ja, du aber hast ich bin jetzt mir da Altcoins zum Kaufen gefühlt im Schwarzmarkt. Ja, aber ändert ja nichts daran, dass ich immer noch lernen will, wie man tradet. Heißt ja nicht, dass du es jetzt erledigt für mich. Nein, definitiv nicht. Du tradest ja nicht für mich. Du tradest ja mit deinem Geld. Ja. Unter anderem. Ja. Ein bisschen auch mit meinem. Also eigentlich schon sehr viel mit meinem. Aber ja, ich vertraue dir. Also ja, deine Bitcoins liegen einfach bei mir. Brach. Bei mir auf dem Ledger umeinander. Nein, aber Traden ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Und es ist Traden ist auch noch mal eine andere Thematik. Mit der befasse ich mich lieber. Er hat Scheide gesagt. Mit der befasse ich mich lieber als mit Traden. Ja, ich gehe schon eigentlich nicht viel einfacher als Traden zu verstehen. Nein, ist auch komplex. Ist sehr komplex. Ist, wie wir im letzten Podcast haben gelernt, Übrigens, ich habe noch ein gutes Feedback bekommen von jemandem. Und zwar ist es darum gegangen, dass wir uns überlegt haben, wo ist unsere Nische? Da klackt es. Wo ist unsere Nische? Und in welches Thema sollen wir uns tiefer begeben? Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen deeper reingehen. Warte jetzt, ich habe eine Message. Also, was? Eigentlich habe ich noch gar nicht gesagt, was ich gerne lernen würde. Ja, du hast gesagt, du hast wieder alles auf mich geschoben. Nein, das stimmt gar nicht. Aber ich habe eigentlich mich noch gar nicht geäussert. Aber ich kann mich näher äussern. Du noch weiter erzählen. Sag, was willst du noch lernen? Scheiden. Ja. Scheiden lernen. Das würde ich noch gerne lernen wollen. Ich sage nicht, du hast eine gute Antwort. Nein, aber mir ist nur in Sinn gekommen, dass ich mich noch nicht geäussert habe. Darum, erzähl du zuerst. Überleg mal, was du lernen willst. Und ich erzähle noch etwas von der Rückmeldung. Vielleicht geht es den anderen auch so. Und zwar hat jemand gesagt, sie finden es geil, dass wir Themen ansprechen, die sie sich zum Beispiel nie dafür hätten in ihrem Podcast. Also die ohne Podcast. Und er hat gesagt, vielleicht muss man gar nicht unbedingt eine extreme Nische haben, aber Sachen ansprechen oder über Sachen reden, wo andere sich nicht trauen würden, wie zum Beispiel Menstruation. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wo da das Problem ist, für darüber zu reden. Also auch bei mir fühlt es sich halt so leger an. Aber die Leute haben halt vielleicht Probleme, über Schnäbi, Bisi, Gagi und Blut zu reden. Mhm. Und wir haben das ja nicht so. Und jetzt luftet es. Ja, ich hoffe, man hört das im Podcast nicht allzu sehr. Wir haben das nicht so. Ich glaube, das Einzige, was immer mitschwingt, ist so, oh, unsere Eltern reden vielleicht mit. Und jetzt, wenn wir über das Thema Scheiden reden und welche Form von Scheiden ich schön fände oder finde, was für mich eine schöne Scheide ist und ausmacht,
Und dann haben wir überlegt, dass das deine Mami oder deine Grossi vielleicht hört. Wobei, ich glaube, deine Grossi haben wir schon davon abgehalten, dass Podcast etwas ist schon im Internet. Wo mega teuer ist. Wir haben irgendetwas gesagt. Und das ist eigentlich so das Einzige, was mitschwingt. Aber es, ja, das müssen sie jetzt einfach durch. Ja, durch die Scheide müssen sie durch. Ja, voll. Ja. Nein, aber unsere Eltern sind ja chillig drauf. Also, ja, genau. Und darum haben wir gefunden, ich finde, das ist echt eine gute Aussage, dass wir halt echt dort hergehen, was weh tut. Aber ich glaube auch gleichzeitig so ein bisschen im harten Hustle gerecht werden, ist gleich auch wichtig. Ja, logisch. So alles zum Thema Liebe oder zum Thema Business und so. Aber das ist halt auch mega offen. Ich meine, bei Business kann man über Bali, über Network Marketing, über Angestellte sein, über Selbstständige sein, über alles reden. Thema Liebe kann man auch über Scheiden und Menstruation reden. Ja, und auch bei Business kann man dort hören, was weh tut und einfach auch mal erzählen von unseren Jahren, wo wir echt broke waren oder wo vielleicht Leute nicht würden offenbaren von sich selber, weil man sich vielleicht auch ein bisschen schämt, dass etwas nicht funktioniert hat oder ja, so ein bisschen so. He? Aha. Genau. Zurück zum Thema, was ich gerne lernen würde. Ich glaube, was ich gerne würde lernen und gerne würde beherrschen. Oh, jetzt kommt ein Nerd-Talk. Das Schnittprogramm DaVinci Resolve. Ich mache alles auf Premiere. Und ich hätte gerne das DaVinci Resolve im Griff. Aber dann, Lebensziel. Aber dem widme ich mich jetzt. Und gleichzeitig auch After Effects fände ich geil. Weißt du, so kannst du Animationen machen und so Zeug und Geschichten. Und 3D-Renderings und so Zeug. Das wäre so ein Skill, den ich gerne auch noch können. Okay. Genau. Und dann kannst du sagen, jetzt kann ich dir Deko zutuschen. Nein, da kann ich neue Sachen. Ja. Wie falsch im Prüve, den ich mal gemacht habe. Den ich gerne noch in der Schweiz gültig machen würde. Tauch, Freediver, alles das Zeug. Das sind alles Sachen, die sehr geil sind. So neue Challenges. Gemacht? Ja, ich weiss. Ich habe schon alles gemacht, darum ist es so schwierig. Oh mein Gott, ja, voll. Nein. Okay. Ja. Gut. Das ist so viel zu dem. Wenn wir dann noch eine von diesen weiteren Fragen anschauen, die wir hier haben. Also hört jetzt eins. Also wir haben uns ja noch sehr gestritten über einen Punkt. Und das war der Punkt gewesen, was würdest du sagen, wenn du in einen Raum hineinlaufst, wo deine drei Echsen drin sind? Aber ich glaube, die Schublade tun wir jetzt nicht nochmal auf. Ja, mal sicher müssen wir es aufnehmen, wenn du jetzt hast anteasert. Nein, das ist einfach... Wir haben ein bisschen über ihre Exen abgelästert und sie ein bisschen über vielleicht meine, aber ich will das gar nicht gross thematisieren. Aber darf ich noch mal etwas sagen? Es kommt übrigens auch der Poolboy. Ah ja. Hello, no worries. Yes. Okay, yeah, you can pass. Feel free, yeah. No worries, you're just in our podcast now, but that's okay. No worries. Weil wenn ich einen Podcast würde hören, wo du... kommt der Teich über die Mauer rüber. Ciao. Wo ich wüsste, er ist vorher aufgezeichnet worden und jetzt gelöscht. Dann möchte ich jetzt auch nicht, dass man bei jedem Thema sagt, ja, das haben wir ja schon besprochen. Nein, aber das ist das Einzige. Das würde ich einfach mal so lassen. Ja, wir sind uns ja einig gewesen. Wir haben ja gesagt, wenn wir reinlaufen, würden wir ein bisschen lachen. Mach es du willst, stell eine nächste Frage. Ja, jetzt wollte ich es schnell umfassen, dass man nicht das Fear of Missing Out hat und das Gefühl, man hat etwas verpasst. Dass man in den Raum hineinläuft und wir haben ja, wenn man bei der Ex anschaut, die sind ja sind zum Teil auf spannenden Wegen und so. Haben wir ein darüber geredet. Also einmal warum deine? Ja. und nachher haben wir noch ein bisschen über deine geredet und so. Und ja, dort haben wir uns nachher ein bisschen vielleicht auch angegriffen gefühlt. Und dann sind wir ein bisschen verteidigungshaltig. Aber ist gut. Genau. Soll ich jetzt noch eine von diesen ausgeklügelten Fragen stellen? Ja, kannst Ja, wir haben noch lange darüber geredet. Schon wieder, wir haben den noch dann. Scheißegal, wir sind jetzt im Jetzt. Also, wir haben uns die letzte Woche Gedanken gemacht über gewisse Themen und haben die aufgeschrieben. Und ein Thema, das wir aufgeschrieben haben, ist die Frage, das habe ich vergessen von Luther einleiten. Ist die Frage, was ist deine Morgenroutine, Shanti? Hast du eine spezielle Morgenroutine? Und das habe ich noch spannend gefunden, über das zu reden. Ja. Weil das auch ein neues Gadget von uns beinhaltet. Das stimmt. Ein bisschen. Und darum nimmt mich Wunder, wie deine Morgenroutine so aussieht. Also, sie ist ehrlich gesagt sehr schlecht, muss ich sagen. Ich wünschte mir, ich hätte eine andere Routine und ich wäre so das Girl, wo alle denken, wo wir vielleicht sind, mit 6 Uhr aufstehen, nach 2 Stunden Screen-Free-Time, also nicht aufs Handy schauen, meditieren, Smoothie trinken, Kaffee trinken,
Journal schreiben, die wäre ich ehrlich gerne, aber die bin ich leider nicht. Was scheitert es Was denn? Nicht ist, kann ja noch werden. Ja, einfach, ich weiß nie an was, aber kommen Sie mir mal ehrlich, wer ist nicht so einer, der einfach das Erste, was er macht, ist mal auf das Handy schauen. Ich glaube schon 99%. Ja, ja, also nehmen wir mal die 50 raus, die vielleicht nicht. Mhm. Aber ja, einfach die, das Erste, was ich mache, leider, ist der Wecker läutet und dann tue ich vielleicht eine schlummern und dann nehme ich mal so ein bisschen das Handy führen und schaue mal so ein bisschen, was abgegangen ist. Weil hier ist ja das Ding, dass wir immer 6 Stunden voraus sind und wenn wir gehen schlafen, ist in der Schweiz noch ein mega langer Tag und dann passiert eigentlich das meiste. Also dort bekommen wir unsere Nachrichten, ja. Mails. Dort gibt es Feierabend und gehen genau, und dann geht es los, schreiben, liken, kommentieren, schreiben, Sprachnachrichten, verpasste Anrufe. Und dann probiere ich da schnell mal ein bisschen Feuer zu löschen und einfach so ein bisschen das Wichtigste schon mal beantworten. Vor allem das Private natürlich. Und dann stehe ich mal auf und gehe ein bisschen. Und dann wasche ich Kopfwäsche. Ich bin ein Gesichtswäschfanatiker. Ich muss immer 2-3 Mal am Tag mein Gesicht richtig fest mit Seife waschen, weil ich das Gefühl habe, meine Porenschüsse sind verstopft. Und dann putze ich zusammenputzen. Und dann lege ich meistens noch mal schnell ins Bett. Noch ein bisschen häuseln. Und noch ein bisschen scrollen. Mhm. Und er sagt der Marvin, gehen wir ins Gym. Und dann sage ich, okay. Und dann lege ich mein Gym-Zeug an. Und dann gehen wir ins Gym. Ja, ja. Genau. Das ist eigentlich ja, eine gemütliche Morgenroutine. Ja, das ist eigentlich nicht so die gesündeste. Das ist nicht die gesündeste. Aber das, was du ja hast gesagt, das was ja schön wäre. Oder was wäre deine, du mal deine Traum-Morgenroutine beschreiben? Das habe ich am Anfang schon getan. Aber, also nicht um 6 Uhr aufstehen, das kann ich wirklich nicht. Ja. Aber so um 7 Uhr würde ich schon aufstehen. 7 Uhr luftet. Nein, schon gut. Wird auch funktionieren. 7 Uhr aufstehen, dann würde ich mir eben auch Gesicht waschen. Ganz lange. Und dann 10 putzen und so weiter und so fort. Dann würde ich mir, glaube ich, ein gutes Kaffee oder ein Matcha daheim zubereiten. Und auf den Sofa hocken und dann Journal schreiben. Weil ich bin ein sehr Journal-Mensch. Ich schreibe Journal, aber meistens nicht am Morgen. Meistens, wenn ich irgendwo in einem Kaffee hocke. Und das Kaffee und das Journal ist irgendwie so ein. Gehört zusammen. Es gehört so zusammen, ja. Allein geht es nicht. Mhm. Also es ist einfach so, ich habe mein Kaffee, ich habe mein Journal und dann kann ich produktiv sein oder was auch immer. Das würde ich auch gerne am Morgen machen. Und dann anlegen und ins Gym. Und dann vielleicht nach dem Gym noch mal in ein Restaurant hocken und Nachrichten beantworten. Das heisst, du müsstest aber im Gym duschen? Ja, unbedingt. Mhm. Das mache ich mega gerne. Ich hasse es so verschwitzt. Nach dem Gym so wie eigentlich jetzt. Ja, du bist jetzt so, ich bin, also mhm. Du schwitzt also, einfach eh immer. Ja, aber ich war darum noch in der Sauna gewesen, und die Sauna die drückt mir aber wirklich noch 1-2 hinten nach. Mhm. Ja. Mhm. Aber das, was du jetzt ja beschrieben hast, es hat ja schon Phasen gegeben, wo wir mehr so waren. Ja, du. Vor allem. Ja, vielleicht ein bisschen vor der Zeit aufgestanden, wo wir auch noch gearbeitet haben. Wir haben aber so 8:30 und wir hatten Gleitzeiten, aber wir müssen im Büro sein. Vielleicht so um 6:30 aufgestanden, von zwischen 6:30 und 7:00, wenn man eigentlich aufstehen musste. Ja, zuerst mal die ganzen Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe reinpfiffen. Das ist für mich das Wichtigste. Das Erste, was ich mache, vor dem Schiessen, vor dem Zähneputzen, vor allem, ist einfach so richtig, das Teil reinpfiffen. Er tut so richtig mit dem ganzen. Das, was er die ganze Nacht im Mund sammelt, spült er mit den Vitaminen ab. Ja, ja. Das könnte ihn nie im Leben immer kotzen. So und dann Zähneputzen. Und dann eine Nuss unter die Oberlippe klepfen und dann so 20 Minuten später gefunden. Nein, aber auf was ich eigentlich raus will, ist, dass es ja die Zeit hat gegeben und dass das so mega gut tut und dass man sich das auch rausnehmen sollte. Einfach earn your, oder own your morning, weil der Morgen ist der wichtigste Punkt, wo man also im Unterbewusstsein ist. Und einfach schon nur, wenn es 5 Minuten ist, herhocken und in ein Journal Tagesziel hineinschreiben. Ja, was sind meine Tagesziele, für was bin ich dankbar? Und was sind meine To-Dos? Das bringt mich meinem Ziel im Leben näher. Ja. Und da geht es auch schon darum, dass man sich mit dem Ziel überhaupt muss beschäftigen und nicht einfach so in den Alltag hineinlebt. Und darum finde ich das extrem essentiell. Was ich aber jetzt, Hand aufs Herz, im Moment auch nicht wirklich mache. Ja. Das Schlummern und so ist gerade weniger geworden die letzten 3 Tage, weil wir haben jetzt hier die Wub. Wub, Wub. Das ist so eine Uhr, die ohne Bildschirm ist. Genau, es ist so ein Armbandcomputer mit einem Elastikband. Wo, das ist schon die 4. Generation. Wo das alles tut, messen, also wirklich alles durchzukennen. Das lernt dich kennen, die ersten paar Wochen. Und tut dann so ein bisschen Rhythmus und deine Herzfrequenz, deine Belastung, deinen Stress und vor allem auch deine Regeneration / Erholung messen. Oh. Und das finde ich mega ein gutes Tool, weil
Wir haben ja verschiedene Schlafphasen. Jetzt gehen wir ins Detail, aber ich finde es schon spannend. Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wir haben verschiedene Schlafphasen. REM-Phase. Währenddem, dass du das probierst, da zusammenzufügen, ich schnell die Leute einleiten. Ja, wirklich, nein, es nicht kaputt gemacht. Du hast da eine App, die du rein kannst und nachher kannst du beim Schlaf deine verschiedenen Phasen anschauen. Ich kann jetzt hier schnell sagen, wenn ich es herausfinde, wie das geht. Ich bin da noch nicht so. Tiefschlaf ist sicher eins. Auf jeden Fall nimmt der Schlaf die Zeit im Bett, nachher auch die Effizienz des Schlafs. Wie viel ist man in welchen Schlafphasen gewesen? Wie viel Prozent ist man wach gewesen? Wie viel hat man leicht geschlafen? Wie viel ist man in der SWS, also in der Tiefschlafphase? Und wie viel ist man in der REM-Phase? Das ist dann, wenn man das Kurzzeitgedächtnis sind das Langzeitgedächtnis vom Programmieren und so. Genau. Long story short, was ich sehr geil finde, ist, es lernt dich kennen und anhand von deinen Belastungen und deiner Erholungen von den letzten paar Tagen schlägt es dir auch vor, wie lange du schlafen sollst. Plus, es erkennt genau, wenn du einschlafst und es erkennt, wenn du in diesen verschiedenen Phasen bist und in diesen verschiedenen Phasen, Tiefschlafphase und so, sollst du ja unter keinen Umständen aufwachen. Mhm. Und man wechselt immer zwischen diesen Phasen ab und bei uns, ich glaube, zu 99% bei allen, die jetzt zuhören, fängt der Tag einfach so an, dass man einfach aufgeweckt wird, egal in welcher Phase das man ist. Und das Geile ist, du kannst sagen, hey, ich will bei 100% Erholung aufwachen. Und dann nimmt der schon eine Variable, ich sage jetzt mal zwischen 7 und 8 oder zwischen 7 und 9. Und er weckt dich wirklich dann auf, wenn du sollst aufwachen, wenn du dich genug erholt hast. Genau. Und ja, durch das sieht man auch, wie leistungsfähig man über den Tag ist und. Es tut auch Trainingseinheiten und Stress, vor allem aber auch Stress, wenn du Telefoncalls, Meetings und so weiter hast. Spannend zu beobachten, wie viel Einfluss die auf uns haben. Mm. Was ist oder schon Training? Nur, als wir eine Serie geschaut haben, ist ja unser Post voll aufgegangen, weil es so spannend war. Im Nachhinein haben wir geschaut, was war jetzt die letzte halbe Stunde? Und dann so, fuck man, Stresslevel mittel bis hoch. Ja, weil wir einfach so... Im Dings war ich ja voll. Du hast ja unbezahlte Werbung. Ja, ja, voll. Also, das ist echt pure gekauft, Begeisterung. Ja, genau. Wir verdienen nichts an dem, was yes. wir hier erzählen. Aber was uns motiviert hat, weil es auch mit Gesundheit zu tun hat, aus dieser ganzen Zeit, so aus dem Geek-Nerd-Talk raus, halt einfach auch wieder etwas zu machen, was wir in letzter Zeit eigentlich, oder in den letzten Jahren mehr gemacht haben. Oh, ja. Und zwar die ganze Stoffwechselkur-Geschichte. Ja, voll. Also wir wollen es nochmal schnell hier anteasern. Ihr seht vielleicht auf Instagram auch noch mehr, aber wie ihr ja vielleicht wisst, machen wir immer so einmal im Jahr eine Stoffwechselkur, wo es darum geht, mal Gewicht verlieren, wieder entschlacken, entgiften und so weiter und so fort. Und wir haben uns extrem in eure Situation in der Schweiz versetzt. Und zwar hockt ihr im Moment im Grau. Und es tut mir sehr leid für euch. Und ihr könnt mir auch folgen, wenn euch unsere Storys auf den Sack gehen. So Nachrichten haben wir schon bekommen. Ich weiss, aber im Moment hocken wir gerade im Grau. Und wenn die Leute das hören, haben sie, glaube ich, schon wieder 20 Grad. Also in der Schweiz ist im Moment April, der macht, was er will. Zwischen 9 und 25 Grad liegt alles drin. Aber was wir damit sagen wollen, ist, wir verstehen euch, es scheisst einfach verdammt an, man kann den Sommer kaum erwarten. Aber anstatt jetzt daheim zu hocken und deprimiert zu sein, könnte man die Zeit ja positiv nutzen und sagen, dafür mache ich mir den geilsten Sommer mit einem geilen Summerbody. Und ich habe jetzt noch 21 Tage Zeit zum Beispiel, also die Kur geht 21 Tage. Mit Produkten von Life Plus, die du ja vorher noch bestellen musst und etwa eine Woche geht so. Aber warum machen jetzt nicht einfach alle Schweizer vor dem Sommer noch schnell mal so eine Shred-Aktion? Yes. Und wir haben gefunden, wir bieten uns da an, weil wir ja auch Leute betreuen, die Stoffwechselkuren machen. Und wir weil wir aber auch selber einfach Kuren begeistert sind von dem Ganzen. Absolut. Und eigentlich ist ja das Abnehmen und in Shape sein und Zelluliten verlieren und Fettdepots abbauen und so weiter, ist ja eigentlich nur ein Nebeneffekt von der Darm reinigen, von innen raus, was dann auch mit der Haut zusammenspielt und so weiter. Was ich auch spannend finde, ist vor allem das Ganze, was im Kopf abgeht. Mhm. So einfach das klare Denken, der graue Schleier, den man so wegbekommt und so weiter. Und da machen wir ja oft so Gruppen, dass man das auch nicht allein machen muss, wo man dann Fragen austauschen und so. Und das war jetzt eigentlich nur ein reiner Anteaser, was dann auch auf Social Media oder auf Instagram von uns kommt oder uns einfach schreiben, falls du Interesse an so etwas hast. Absolut. Und 10 Minuten vor der Zeit. Seit Balinese. 10 Minuten vor der Zeit. 10 Minuten vor der Zeit ist in der Zeit. 10 Minuten vor der Eis und das ist schon wieder ihre hohen Geräte zusammenbiegeln. Darum würde ich sagen, können wir eigentlich schon langsam. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen langweilig, der Podcast. Wirklich? Ja. Voll. Ja, wir waren immer noch so verhockt auf den letzten.
Ja, und aber das war jetzt so eine Verarbeitung von dem letzten. Ja, vielleicht. Dann können wir jetzt weiter schauen. Ja, und vor allem ist es auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone da, so halbe Sonne im Wind. Man weiß nie, windet jetzt das Mikrofon oder nicht. Dann läuft der Gärtner das Zeug durch. Übrigens, das ist dann schon einfach zum Einbrechen hier. Aber wir haben unsere Sicherheitsmaßnahmen so gross gemacht. Unsere Kameras hat sogar gecheckt, dass das eine Stürme gelaufen und hat die Selbstschussanlage schon manuell automatisch angelassen. Absolut. Ja, wie könnte man denn noch schnell so, weil wir haben noch 10 Minuten, sie haben noch nicht angefangen weiterbauen. Wie könnte man denn noch so ein bisschen aufwerten, Chantal? Marvin. Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Wie geht's dir? Also so einfach gut und dir? Nein. Sondern so ein Teufel, wie geht's einfach so, dir? Wie geht's dir, Chantal? Ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Aber sonst geht es mir eigentlich körperlich und mental sehr gut, würde ich sagen. Ich bin langsam so wieder ein bisschen in den Startlöchern für etwas, nicht Neues, aber für wieder loszäckeln. Aber nicht etwas Neues? Nein, nicht etwas Neues. Ja. Mal das etwas weitermachen, wo man schon dran ist. Ja. Gut. Ja, wir sind ja da schon etwas Neues dran. Ist übrigens Luftlinie. Luftlinie 200 Meter. In die Richtung. Für die, die jetzt zuhören, wir haben irgendwie nicht mehr richtig gezeigt. Nein, okay, mal. Mal. Also in die richtige. Ja. Aber dort ist unsere Baustelle. Genau. Und dort haben wir auch noch viel Zeug zu erledigen, wo wir uns, glaube ich, heute noch dran dem widmen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zuerst etwas essen. Ja, mal duschen vielleicht. Zuerst mal duschen. Und dann mal schauen, ob das da gut kommt überhaupt mit dem Video. Ob man uns jetzt auf YouTube sieht. Oder ob das nur jetzt auf Spotify vielleicht. Oder vielleicht beides oder nicht. Wir wissen es nicht. Wir lassen einfach so lassen. Wir müssen uns noch empfinden. Aber schön begleitest du uns auf unserem Findungsprozess. Visuell und auditiv. Ja. Oh! Merci vielmal. Merci dir. Tschüssli. Tschüss. Hi. Na ja. Hast du nicht gut gefunden? Nein, oh wie scheiße. Komm aber jetzt. Ja, no input, nur so. Ja, wir haben ja auch darüber geredet, aber es ist ja gleich. Ich würde durchtreiben, wenn ich weiterschalte beim Podcast. Wieso? Ja, weil ich einfach genau das hören, was ich geredet habe. Dann reiss dich halt zusammen und erzähl es nochmal, wenn es dich anschießt. Wir haben übrigens jemanden gefunden, der für uns Bilder malt. May I know the sizes? Also, who will provide the canvas? Ja, mir, denke ich. Aber wie gross sind sie? Ja, und was kostet das? Ja, das sagt er. Oder, ich habe gefragt, wie viel es kostet. Dann hat er gesagt, wie gross das sie sind. Darum muss ich jetzt mal sagen, dass er die Canvas besorgen soll. Aber eine Grösse schon mal. Ja, das müssen wir messen, keine Ahnung. Das Bett ist 1,80 auf... Also, vielleicht 1,50 auf 1,20, keine Ahnung. Ich sage mal 160 auf 120 plus minus. Ja, aber nicht 5 so gross. Ja. Vielleicht 2 so gross und... Oh, 2 kleinere oder so. And you will provide your favorite canvas. Thank you. Können wir das ja auch noch auf den Podcast tun? Ja, Mensch. Hey, jetzt einfach noch laufen. Da sieht man uns wenigstens mal roh und ungeschnitten. Wir sind gar nicht viel anders. Mm-mm. Cool, also. Ei! Aber! Ja, da hast du noch einen Call. Ja. Hat der Guntur geschrieben? Nein. So sicher.